LA Galaxy gewinnt gegen Real Salt Lake. Beziehungsweise King Slatan und der Rest gewinnt gegen Real Salt Lake. Ja. King Slatan hat das 2-1 gemacht. Also, ja. Damit ist LA Galaxy weiterhin auf Platz 1 in der aktuellen Gruppe. In Amerika funktioniert die Liga ein bisschen anders. Die haben ja im Endeffekt zwei Gruppen. Ich weiß nicht, wie die Gruppen funktionieren. Ich glaube, irgendwie das nach Region aufgeteilt. Ich glaube, West-Ost oder Nord-Süd. Eins von beiden. Auf jeden Fall in der Gruppe von LA müsste LA... Nee, LA ist auf Platz 2 nur. Lol. Aber sie haben ein Spiel weniger. Also, ja. LA Galaxy hat jetzt 9 Spiele. 21 Punkte. Und Platz 1 ist Los Angeles. Die haben 10 Spiele und 23 Punkte. Sprich, 2 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger. Das heißt, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, sind sie wieder Erster. Also, alles im grünen Bereich für LA. Ich mag LA. Ich mag King Slatan. Und wer sagt, sie sind out? Nein, das ist Gotteslästerung. Ganz klar. Ja, der fand ich, also beziehungsweise der Speer, den ich von Weasley Salt Lake kenne, ist Rusak oder wie er ausgesprochen wird. Rechts unten im Bild eingeblendet. Also rechts unten der Kopf von ihm. Habe ich auch in FIFA als Info bezogen. Deswegen kenne ich ihn. Jo. Glückwunsch an LA, Glückwunsch an King Slatan. Und ja, man traut sich halt nicht in Amerika Gotteslästerung zu betreiben. Ehrenmänner.